Ja, Götz, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Tor. Wie hast du das Spiel gesehen über die 90 Minuten? Ja, ich denke, wir waren vom Feld her, vom Ballbesitz schon überlegen, hatten die ein oder andere Chancen, dann auch wieder kurz in alte Muster zurückgekehrt, wo wir ein bisschen nachlässig waren. Aber im Grunde genommen denke ich, dass wir das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Also so ein 2-3-1, glaube ich, hätte es auch getan, aber so ist es umso schöner. Also war schon ein gutes Spiel, ja. Man würde sagen, Revanche geglückt. Hat das Hinspiel bei euch in den Köpfen oder in der Trainingswoche noch eine Rolle gespielt? Nee, also das Hinspiel war kacke, wussten wir. War eines der schlechtesten Spiele von uns in der Saison. Das wollten wir halt besser machen. Aber war kein Thema jetzt mehr? Nee, wir haben nicht drüber gesprochen. Also wir wollten das einfach wieder gut machen. Und das haben wir, glaube ich, heute sehr gut gemacht. Ja. Und deshalb passt das. Hat es trotzdem gut getan, dass wir einfach nochmal unsere Offensivpower gezeigt haben. Du kommst rein, triffst. Lukas Hoffmann kommt rein, wird am Kopf getroffen, trifft. Tut das auch mal gut, dass wir nochmal mit 5 Treffern so ein bisschen demonstriert haben, was wir eigentlich können? Ja, ich denke, so Tore gibt jeden Selbstvertrauen. Ob es jetzt ein Stürmer ist, ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler, ist, glaube ich, egal. Das pusht sich, glaube ich, innerlich nochmal mehr. Deshalb freut es mich für den Hoffi auch, für mich auch natürlich, für Markus, der dann den Elfmeter noch reingemacht hat. Also es ist wichtig für uns alle. Jetzt können wir schauen, mal, ob jetzt Mittwoch möglich ist zu spielen. Wenn es möglich ist, dann schauen wir, dass wir dann nochmal gut performen. Aber ansonsten war das heute eine gute Leistung von uns. Danke dir, Götz. Gerne. Ja, David Hummel, Glückwunsch zum Tor. Von außen hat es so ein bisschen ausgesehen, du triffst den Ball und guckst, willst ihn reinschauen, da geht er gegen Pfosten, dann setzt du nach. Was war da los? Ja, also ich weiß gar nicht, wer geflankt hat, ich glaube, das war Steini. Dann komme ich halt mit meinem Linken an Ball, dann geht er halt, dann treffe ich ihn nicht richtig, muss ich sagen, aber dann geht er gegen Pfosten und dann beim Nachballer. Ist er zum Glück dann nochmal zu mir gekommen und dann konnte ich ihn reinschieben. 5 Tore zeigen, glaube ich, wieder so ein bisschen die Offensivpower. Hat es heute auch mal Spaß gemacht, da war, glaube ich, auch fußballerisch unterm Strich, glaube ich, überzeugt haben. Ja, wir wollen jetzt einfach frühzeitig das Ding zumachen, nicht so wie letzte Woche in Frankfurt, weil wir einfach wissen, dass Mannschaften immer wieder, wenn man nur mit einem Tor führt, kann der Gegner immer wieder zurückkommen. Und das war einfach wichtig, dass wir heute dann das 3-1, also beim 3-1 ist so ein bisschen dann so einfach die Leichtigkeit, die Last weggefallen. Und das hat uns dann gut getan. Und dann war es am Ende zum Glück deutlich heute. Danke dir, David, das war's schon. Bitte. Wünsche viel Glück für Mittwoch. Dankeschön. Ja, Lukas, der Kopfball, das war natürlich ein Traum. Ist natürlich die Frage, wo du das gelernt hast. Wo ich das gelernt habe? Na, bei mir nicht. Bei dir. Lukas, waren noch so ein paar Minuten gegen deine Ex-Mannschaft, dann triffst du natürlich auch noch mit dem Kopf. Ja. Das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt. Wie war es für dich dann? Ja, natürlich reingekommen, war natürlich schön. Hat mich gefreut, dass mir der Trainer auch die Möglichkeit gegeben hat, gegen meinen Ex-Verein auch noch ein paar Minuten zu spielen. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, ich konnte es dann auch relativ gut nutzen mit dem Tor. Wie du schon sagst, das passiert halt im Fußball häufig, dass man reinkommt und gegen seinen Ex-Club trifft. Man soll sich zwar nicht so sehr freuen, aber heute freut es mich, weil mein erstes Tor für Homburg, glaube ich, im Profibereich und deshalb freut es mich sehr. Das wäre die nächste Frage gewesen. Du hast ja hier im Stadion schon mal getroffen für einen anderen Verein. Das ist jetzt so der erste Treffer als ehemaliger Jugendspieler für Homburg. Ist es dann tatsächlich was Besonderes? Ja, ich glaube schon, dass es was Besonderes ist. Also ich denke, jedes Tor ist besonders, vor allem für einen Verteidiger noch mal mehr vielleicht, weil man schießt nicht so oft Tore. Und ist auch die gleiche Ecke, wie ich damals mit Ulm getroffen habe sogar. Fällt mir gerade auf. Ja, freut mich sehr. Danke dir, Lukas. Kannst du gerne öfters machen. Ja, gerne. Hat mir gefallen. Danke dir. Danke. Ja, Timo, 5-1. Ich glaube, würde sagen, Revanche geglückt. Aus meiner Sicht überzeugendes Spiel unserer Mannschaft. Wie hast du es gesehen? Ja, finde ich auch. Aber nochmal, erste Halbzeit war, ich glaube, wir führen zu Recht 1-0, wollten ein schnelles Tor erzielen, haben wir das auch gemacht. Dann bauen wir den Gegner aber wieder auf, wo wir einfach dann ganz schlecht verteidigen. Das haben wir in der Halbzeit, wurde es laut, weil wir einfach dann den Gegner einladen mit individuellen Fehlern. Wir machen dann das 2-1, haben dann die Chance zum 3-1 mit Markus durch den Elfmeter. Ne? Verschießen leider. Aber ich glaube, dann das, was wir in der zweiten Halbzeit dann gezeigt haben, haben, glaube ich, gar nichts anbrennen lassen, haben souverän das Ding runtergespielt, auch die Tore gemacht und auch verdient gewonnen. Tut das auch gut, dass wir jetzt einfach mal auch in der zweiten Halbzeit bis zur 90. Minute auch, glaube ich, spielerisch nachlegen konnten. Wir haben uns öfters mal durchkombiniert. Tut das einfach auch mal gut bei der ganzen Kritik, die da öfters von außen gekommen ist? Es ist einfach immer schön, wenn die Jungs das dann auch umsetzen, was wir dann auch seit Wochen dann auch im Training dann auch probieren und zu üben. Wir haben aber trotzdem gesagt, dass wir eine Schippe drauflegen
überzeugen müssen. Erste Halbzeit war, ja, war okay, war jetzt nicht so, dass ich sage, es war jetzt top. Aber nochmal, zweite Halbzeit haben wir dann wirklich, ich sage immer wieder so, unseren Stiefel runde gespielt. Das, was wir können, was wir trainieren. Und das sind einfach die Automatismen, die halt einfach irgendwann mal greifen müssen. Und heute haben sie gut gegriffen und ja, fünf schöne Tore. Das eine Gegentor, das lassen wir mal stehen. Danke dir, Timo. Okay.